Okay, dear colleagues, it's time to reconvene. We are going to begin our debate on the German presidency. And I would like at this point to welcome Chancellor Merkel. It's a great honor, Chancellor, to have you with us today. Let us start with the video of the local and regional barometer, which we presented yesterday in the presence of President von der Leyen as well. Chancellor, it is a great pleasure to welcome you today. Germany was the driving force in founding this House, the Committee of the Regions. 26 years ago, our political assembly was created with the support of the German Länder and Chancellor Kohl. The Committee of the Regions was created to bring Europe closer to people. Today, your presence represents a legacy that addresses Europe's grassroots. We have seen how regions such as Lower Silesia received 100,000 masks from Saxony, and laboratories in Dresden are conducting hundreds of tests to help regions in other member states. These, Chancellor, are real stories of European solidarity. And we have also seen how Germany and its hospitals were open to receive people that were sick from all around Europe. And we thank you for that. Dear Chancellor, dear colleagues, yesterday, together with President von der Leyen, our committee, the Committee of the Regions, released its first regional and local barometer. We are fighting side by side with doctors and nurses, with teachers. We have established platforms for e-health, e-governance, and we protect natural habitat, make our buildings energy efficient, our transport cleaner, and our communities greener. You know, Chancellor, the key message is simple. Local and regional leaders are on the front line fighting the pandemic, and they are essential to our European recovery. From Bergamo to Madrid, from Paris to Stockholm, from Vienna to La Valletta, we are working tirelessly to contain the virus, help the most vulnerable at these difficult times, protect our communities, and safeguard our local economies and jobs. But despite our efforts, we are struggling today to provide basic services to our people. With 91% of local budgets falling, to give you one example, only 6 member states today are able to provide digital schooling for 80% of the students. Dear Chancellor, the German EU presidency
comes at a time of monumental importance. 30 years after the German reunification, we are here today. We are here to reunite, to restart, to rebuild Europe. Citizens today urgently need a new EU budget and next generation EU, because when our cities and regions recover, Europe will recover and our people will recover. Chancellor, we can access, and we have the access for EU funds, and the EU rule of law must always be respected. However, local and regional authorities should never be punished for the behavior of their national governments. Our recovery needs not only investment, but also European coordination. I welcome your recent talks with Germany's major cities to follow the same rules in responding to the pandemic. Now, the same must happen for all European issues. We need a consistent European approach between all regions, cities, and member states. The German EU presidency also comes as we enter the final mile of the Brexit negotiations. It will directly impact many regions, their people, and their businesses. This sad chapter of Brexit has shown us that European solidarity should never be taken for granted. It is a wake-up call for all Europeans. The new Pact for Migration is also on the table, and all member states should follow Germany's example. European solidarity, rights, and shared responsibility is how we will successfully manage migration. Frontline countries cannot be left alone to cope with the migration, crisis. Dear Chancellor, we believe in the German motto, Gemeinsam, together. Only together can we build a more resilient, democratic, sustainable, and human Europe. 300 regions in Europe and 90,000 municipalities are the EU's democratic foundations and its safety net. They help bring Europe closer to its citizens. So let's acknowledge that today, two-dimensional Europe has reached its limits. We need now to move to a three-dimensional Europe with all levels, EU, national, regional, and local, working together for the people. This is how we see our European House of Democracy. The EU is the roof, the member states are the walls, and the regional and local levels are its foundations. And as you know very well, Chancellor, no house can exist without strong foundations. The Conference on the Future of Europe should improve our House of European Democracy and must not become a beauty contest between Brussels and its institutions. As the EU's political assembly of regional and local leaders, let me make three comments and three commitments to you. First, we will continue to bring the people closer to Europe through our local dialogues. Citizens must no longer feel forgotten, neglected, or left behind, or even ignored. Therefore, we need a permanent stream of communication by holding local dialogues on EU matters that really concern citizens. They must be organized already now during the German EU presidency, together with regional presidents, mayors, councillors, national and EU elected politicians. The EU should stop being perceived as a bureaucratic machine. And for this to happen, it needs to better take into account its territorial impact on regions, cities, villages, in line with the principle of subsidiarity. The voice, powers, and competencies of regions and cities must be truly reflected throughout the EU with or without treaty changes. Our second commitment
is to ensure that cohesion becomes Europe's guiding compass. Cohesion for us is not just money. It's a fundamental European value that brings added value, benefiting every person, every business, every community, and every member state in Europe. Let's not forget that for every euro invested, cohesion returns nearly three to every EU taxpayer. East to west, north to south, no state, no region, no city should be left alone or behind. Chancellor Merkel, the European Union is the greatest political and economic achievement of modern times. And it was possible because European people stood as one. Some extremist and populist voices call today for a retreat into isolation behind national borders. But the values that bind and hold Europe together are stronger and will always prevail. Our internal EU borders are not barriers, but laboratories for unity, enhancing resilience, fostering dialogue, and accelerating the green transition. So my third proposal would be, therefore, to involve our committee in the Council discussions to speed up the European border mechanism. It was you, Chancellor Merkel, who during the most difficult times defended the value of open borders within our Union. But in order to keep our internal borders open, we need strong external borders. The EU must defend its territorial sovereignty. The borders of member states are the borders of the European Union. The latest Turkish provocation, which escalated again yesterday, is unacceptable. If this situation persists, sanctions need to be envisaged. And I welcome the German EU presidency's clear position on this matter. Dear Chancellor Merkel, you are one of the most respected, experienced, and trusted world leaders. And we, the 1 million regional and local leaders all across Europe, we are your allies. We are pragmatic, we deal with the concrete realities on the ground, and we deliver solutions. With determination and partnership, together, we can turn fear into trust, division into unity, uncertainty into confidence. Gemeinsam, together, we bring Europe closer to the people. Thank you, Chancellor, for your participation today to the Committee of the Regions plenary and for everything that you do for Europe. Let's do it together. Thank you very much. Chancellor Merkel, you have the floor. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Apostolos Tsitsikostas, sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Ausschusses der Regionen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie ganz herzlich und grüße nach Brüssel und in die Städte und Regionen. Deutschland hat in diesem Halbjahr den EU-Ratsvorsitz inne. Und wir können sagen, dass das eine Ratspräsidentschaft ist, die in einer Ausnahmesituation stattfindet. Die Covid-19-Pandemie fordert uns auf allen Ebenen in Europa, in den EU-Mitgliedstaaten, in den Regionen und in den Kommunen. Und ich will es ganz offen sagen, ich beobachte mit großer Sorge die erneut ansteigenden Infektionszahlen eigentlich in fast allen Teilen Europas und muss deshalb sagen, die Lage ist unverändert ernst. Wir dürfen jetzt nicht das verspielen, was wir in den letzten Monaten durch Einschränkungen erreicht haben. Und uns allen sind diese Einschränkungen nicht leicht gefallen. Viele Menschen haben ihr Leben verloren
Und deshalb ist es umso wichtiger jetzt, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass nicht ein weiterer Lockdown vonnöten sein wird, dass nicht wieder Überforderungen unseres Gesundheitssystems eintreten. Wir müssen zeigen, dass wir unsere Lektion gelernt haben. Und wir müssen die Menschen in Europa bitten, vorsichtig zu sein, die Regeln einzuhalten, Abstand zu halten, Mund- und Nasenschutz zu tragen und das zu tun, was wir tun können, um das Virus einzudämmen und trotzdem unsere wirtschaftliche Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Sie als Mandatsträger, Sie wissen ja um die Herausforderungen vor Ort in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Schulen und Kindergärten, in Unternehmen oder auch im öffentlichen Raum. Und viele von Ihnen wissen eben auch um die Bewährungsprobe, die Maßnahmen des Infektionsschutzes für ein Europa ohne Grenzen bedeuten können. Für Menschen, die zur Arbeit ins Nachbarland pendeln, für die grenzüberschreitende Kooperation von Behörden und für die Beziehungen unserer Gesellschaften. Meine Damen und Herren, Ihre Perspektiven auf Europa, Ihre Erfahrungen und Ihr Engagement, die sind es gerade, das, was Europa braucht, um diese schwierige Zeit solidarisch durchzustehen, um vor Ort Verantwortung zu übernehmen. Ohne Sie können wir als Staats- und Regierungschefs wenig bewegen, genauso wenig wie ohne die Bürgerinnen und Bürger Europas. Und deshalb möchte ich meinen Dank sagen all denen, die in den Kommunen und Regionen Verantwortung wahrnehmen. Die Krisenbewältigung ist nämlich eine Herkulesaufgabe, die natürlich umso besser gelingt, wenn wir in Europa an einem Strang ziehen. Und daher war es überaus wichtig, ein umfassendes Paket zu schnüren, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie einzudämmen. Dazu dienen sowohl die europäischen Kredit- und Förderprogramme als auch die Beschlüsse des Europäischen Rates zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum Aufbauinstrument mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 1,8 Billionen Euro. Wir sind der Überzeugung, dass dass in einer solch außerordentlichen Situation auch außergewöhnliche Maßnahmen notwendig sind. Ich bin das auch ganz persönlich. Nun gilt es aber auch, das Paket auf den Weg zu bringen, damit die Mittel ab Anfang 2021 auch wirklich eingesetzt werden können. Und dazu arbeiten wir mit Hochdruck an einer Einigung mit dem Europäischen Parlament. Außerdem brauchen wir die Ratifizierung des sogenannten Eigenmittelbeschlusses in jedem Mitgliedstaat, das heißt für die Mittel aus dem Recovery Fund. Hierfür bitte auch ich Sie um Ihre Unterstützung vor Ort. Es geht dabei ja nicht allein um kurzfristige Krisenbewältigung, sondern auch um Zukunftsvorsorge. Darum, dass Europa sich neue wirtschaftliche Chancen erschließt und damit auch weniger krisenanfällig wird und mehr Arbeitsplätze hat. Dafür müssen wir auch bei großen Aufgaben wie Klimaschutz und digitalem Wandel vorankommen. Beide Themen sind Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas wird in zunehmendem Maß davon abhängen, inwieweit es uns gelingt, digital souveräner zu werden und unseren Binnenmarkt auch in dieser Hinsicht zu stärken. Der gemeinsame Binnenmarkt ist die wesentliche Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Europas und jedes einzelnen Mitgliedstaates. Aber wie schon der ehemalige Kommissionspräsident Jacques Delors zu bedenken gab, und ich möchte ihn zitieren, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Deshalb muss bei allen Diskussionen über die Digitalisierung und Weiterentwicklung des Binnenmarktes immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und genau das macht unser europäisches Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell aus. Wir denken Wirtschaft und Soziales zusammen. Aber unsere Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, teilen natürlich nicht alle auf der Welt. Und daher sollten wir Europäer gerade auch bei der Digitalisierung selbstbewusst unseren eigenen Weg gehen. Ähnliches gilt auch beim Klimaschutz. Ich habe es im Juli vor dem Europäischen Parlament gesagt und ich sage es heute hier wieder. Ich bin davon überzeugt, dass eine globale Lösung des Klimawandels vor allem dann gelingt, wenn Europa eine Vorreiterrolle übernimmt. Beim Europäischen Rat in 2 Tagen werden wir uns mit den europäischen Klimaschutzzielen befassen. Für die deutsche Bundesregierung kann ich sagen,
Wir unterstützen den Vorschlag der Kommission, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55% zu reduzieren gegenüber 1990. Darüber hinaus bemühen wir uns um eine Einigung im Rat auf ein europäisches Klimagesetz und das möglichst noch in diesem Jahr. Auch in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik wollen wir während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft weiterkommen. Nicht nur, aber gerade auch mit Blick auf Moria ist offensichtlich, dass wir Europäer unserem humanitären Anspruch besser gerecht werden müssen. Die gemeinsame Migrationspolitik ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Dass wir hier bis heute keinen gemeinsamen Weg gefunden haben, ist eine schwere Bürde für Europa. Und daher halte ich den Kommissionsvorschlag für einen neuen Pakt zur Asyl- und Migration wirklich für diskussionswürdig. Angesichts verschiedener Interessen ist Kompromissfähigkeit gefragt. Jeder Mitgliedstaat wird seinen Beitrag leisten müssen für eine faire Lösung. In diese Zeit fällt auch die entscheidende Weichenstellung für unser zukünftiges Verhältnis zum Vereinigten Königreich. Vielfältige Beziehungen, nicht zuletzt auch zahlreiche Städtepartnerschaften, zeigen, ein Abkommen liegt im Interesse aller. Die EU ist geeint im Bestreben, dies in der Kürze der Zeit auch noch zu erreichen. Aber wir müssen uns leider auch auf den Fall vorbereiten, dass kein Abkommen zustande kommt. Meine Damen und Herren, so unterschiedlich diese und andere Herausforderungen auch sind, haben sie doch alle eines gemeinsam. Um sie zu bewältigen, brauchen wir ein starkes Europa. Ein Europa mit Institutionen, die gut und mit zusammenarbeiten und ein Europa mit Mitgliedstaaten, deren Stärke gerade auch aus dezentralen Strukturen erwächst, die den verschiedenen Gegebenheiten in den Regionen, Städten und Kommunen Rechnung tragen. Gelebte Subsidiarität und europäische Errungenschaften wie die Freizügigkeit und Freiheiten des Binnenmarktes und Schengen-Raums kommen uns auch bei der Pandemiebewältigung zugute. Denken wir zum Beispiel an die Aufnahme von Patienten aus anderen EU-Staaten oder an die Versorgung mit kritischen Gütern wie Schutzausrüstung oder Medikamenten. Allerdings haben wir auch erlebt, dass die europäische Zusammenarbeit sozusagen nicht grenzenlos belastbar ist. Und das sage ich durchaus selbstkritisch. Vor allem zu Beginn der Pandemie haben wir uns in der Rückschau zu sehr auf deren Bekämpfung in unseren eigenen Staaten konzentriert. Aber auch diese Erfahrung lehrt einmal mehr, wir brauchen einander. Wir brauchen eine enge europäische Zusammenarbeit, um große Herausforderungen zu meistern. Und das gelingt nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht über ihre Köpfe hinweg. Die Konferenz zur Zukunft Europas wird eine hervorragende Gelegenheit bieten, uns genau über diese Fragen auszutauschen, wie wir Europa gestalten wollen und wie wir es mit den Menschen gestalten wollen. Wir möchten, sofern es die Pandemielage erlaubt, die Konferenz noch während der deutschen Ratspräsidentschaft starten und damit unserem Motto besonderes Gewicht verleihen. Gemeinsam Europa wieder stark machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf Ihre Beiträge. Thank you very much, Chancellor Merkel. We will now proceed with our debate, and I would like to give the floor to Olgerd Gleblevich from the EPP for 4 minutes. Thank you, Olgerd. Dear Chancellor Merkel, warm welcome on behalf of the EPP group in the COR. What is at stake during the German presidency of the Council is nothing less the future of Europe. The EPP group in the COR strongly believes that the future of Europe is about the stable recovery from the COVID crisis. We need to fight the COVID together in the spirit of solidarity and close partnership between European, national, regional, and local authorities.
As COR members, we experience every day a real impact on the, of COVID on the ground, and we make no illusions that recovery will be fast or easy. We have to win the trust of citizens, local businesses, and the industry about the recovery measures today. Otherwise, we are doomed to face a new wave of populism tomorrow. But to win, we cannot give up on cohesion as a European value. The cohesion is the foundation on which we have built the European community, and there is no doubt that it has improved prosperity in all European regions. Resilience is the new buzzword for many EU policies, but what is really needed is coherent resilience, including all European regions, cities and villages. And we need it now. That is why we expect that next MFF will be up and running as of January 2021, thanks to the German presidency and your personal effort to conclude the negotiations, what you confirmed today. The COVID crisis has shown that the future of Europe, in the future of Europe, we also need what you also confirmed today, more digital Europe for the benefits of our citizens and to boost European entrepreneurship and innovation capacities. It should be provide a chance for all regions, leaving no one behind. Certainly, we need more cooperative Europe. It means not only good cooperation between countries and EU institutions, but also better regional cross-border cooperation. Dear Chancellor, I'm a president of West Pomerania region in Poland, which is bordering region with Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern regions. You perfectly know how valuable relations and ties we have built on the ground. But the crisis revealed how fragile they are. Strengthening cross-border health cooperation, which is one of the priorities of President Ursula von der Leyen, require more cooperative Europe in regional and local dimension. We need the green Europe for our children, and we have to remember some of our region need a helping hand in this transition more than others. We need to prove the right incentives in our region to make a Green Deal a success. Before all, the future of Europe is about preserving and improving our democratic model and reconnecting with our citizens. All surveys show that local and regional politicians are mostly trusted among Europeans, and we are obliged to take advantage of that fact. The Conference of the Future of Europe is a historic opportunity to reshape European governance by strengthening local dimension. We appreciate efforts of the presidency to launch the conference, and we expect that regional and local authorities will find a prominent role as a link with the citizens. Dear Chancellor, the motto of the presidency is together for Europe's recovery. Let's do recovery together, together with us, together with our citizens. Thank you very much. Thank you. The floor now goes to Christophe Rouillon for 4 minutes. Christophe, you have the floor. Bonjour, Président. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel. Nous sommes de familles politiques différentes, mais je souhaite, en ma qualité de président du groupe socialiste du Comité européen des régions, rendre hommage à votre action à deux moments charnières de l'histoire récente de l'intégration européenne. D'une part, lors de l'apogée de la crise migratoire de 2015, et d'autre part, cette année, pour votre rôle déterminant de la conception de l'historique plan de relance européen. Vous avez apporté la preuve que la solidarité européenne n'est pas une chimère en acceptant que l'Union européenne mette sur la table 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques et sociales dévastatrices de la COVID-19. Vous faites partie des grands bâtisseurs de l'Europe. Madame la Chancelière, le baromètre annuel des régions et des villes, publié hier par le Comité européen des régions, apporte la preuve que l'Allemagne et ses Länder
ont été plus résistants face à la crise que la plupart des autres États membres. Oui, la décentralisation est indispensable pour s'adapter vite aux bouleversements économiques et sociaux et elle assure une légitimité démocratique aux décisions prises en temps de crise. Je sais que la concertation permanente avec les 16 ministres présidents des Länder n'est pas toujours un fleuve tranquille. Pourtant, les résultats restent incomparablement meilleurs que ceux que l'on peut obtenir par une méthode centralisée et dirigiste. Face à ce constat, je sollicite votre appui au niveau du Conseil européen pour que cette approche décentralisée et ciblée, cette subsidiarité vivante, comme vous venez de le dire, soit transposée au niveau européen, en particulier de la mise en place du plan de relance européen et pour la gouvernance économique de l'Union. En effet, le plan de relance européen laisse aux gouvernements centraux le pouvoir exclusif de proposer les plans nationaux d'investissement eux-mêmes passés au crible du fameux et parfois même fumeux semestre européen. Or, il est prouvé que le semestre européen est peu efficace du fait de son approche verticale du sommet vers les territoires. Le semestre européen reste aussi une boîte noire en termes de transparence et d'exigences démocratiques. Ni le Parlement européen, ni le Comité européen des régions, ni les collectivités territoriales au niveau national n'y ont pour l'instant leur place, c'est totalement anormal. Nous plaidons vigoureusement pour associer les collectivités territoriales à l'élaboration des plans nationaux et au suivi du plan de relance européen. Concrètement, au niveau de l'agglomération du Mans, par exemple, comment avoir la garantie que le projet 1000 bus à hydrogène développé par Le Mans Métropole, dont je suis le vice-président, soit jugé éligible au plan de relance européen par Paris. Un dernier mot par rapport à l'avenir de l'intégration européenne. Je comprends que les chefs d'État et de gouvernement ont le nez dans le guidon en raison de la priorité donnée au plan de relance et à l'adoption du budget 2021-2027 d'ici la fin de l'année. Il faut néanmoins lever la tête et continuer à préparer l'avenir, car comme l'a justement déclaré le père de notre institution, Jacques Delors, l'Europe c'est comme une bicyclette, si on n'avance pas, on tombe. Mais Madame la Chancelière, pouvez-vous aussi, pendant votre présidence du Conseil de l'Union européenne, donner l'impulsion nécessaire pour engager les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Nous regrettons d'ailleurs qu'elle n'apparaisse pas explicitement dans l'agenda stratégique adopté par le Conseil européen au début du mois. Cette conférence ne doit pas être un exercice de com' pour les gouvernements, ni un rafistolage institutionnel, mais elle doit être l'occasion de tirer les conclusions opérationnelles et décentralisées de l'Europe d'après. Comment renforcer la solidarité européenne en matière de santé? Comment garantir que le pacte vert, le Green Deal de Frans Timmermans devienne la priorité de l'action européenne et se concrétise dans tous les territoires, y compris dans ma ville, Coulaines? Face à la pandémie de la Covid-19, comment doter l'Europe d'armes pour résister à l'effondrement économique et social et pour déclencher une croissance plus solidaire, plus humaniste et plus écologique? Chère Angela Merkel, vous pouvez encore beaucoup pour l'Europe. Nous comptons aussi sur vous et vous pouvez compter sur les 100 000 communes et régions d'Europe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit et merci par avance de vos réponses. Merci beaucoup, Monsieur Rouillon. I give the floor now to François Decoster from Renew Europe Group. Madame la Chancelière, à mon tour, au nom du groupe Renew Europe, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Comité des régions. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez mentionné la catastrophe de Moria et l'initiative que vous avez prise avec le président de la République française d'accueillir des enfants, des adolescents, à la fois en Allemagne, en France et dans d'autres États membres, a illustré tout le sens que vous donniez au mot de solidarité. Il se trouve qu'il y a quelques jours à peine, dans ma commune de Saint-Omer, dans la région Hauts-de-France, un incendie a aussi provoqué l'évacuation d'un centre d'hébergement de réfugiés mineurs isolés. Fort heureusement, cet incendie n'a provoqué aucune victime, mais comme à Lesbos, il a brutalement rappelé à notre ville, à ses élus, à ses partenaires associatifs et politiques, que nous n'étions sans doute pas assez nombreux à assurer la responsabilité de la solidarité et qu'en fin de compte, cela conduisait ceux qui le font à tenter en quelque sorte à pallier l'absence d'une réelle politique européenne de migration et d'asile en dépassant parfois leurs propres capacités réelles avec tous les risques que cela engendre.
Notre ville compte 15 000 habitants. Elle est située à 40 km de Calais et elle accueille chaque année plus de 2 000 jeunes réfugiés qui échouent à traverser la Manche. Ils y séjournent quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Certains d'eux vont choisir de rester avec nous. Ils reprennent alors le chemin de l'école, ils apprennent un métier. Certains même, venus du Pakistan, d'Afghanistan, ont introduit un nouveau sport sur nos pelouses. Avec eux, nous sommes devenus des champions de cricket, gagnant tous les championnats régionaux, envoyant certains de nos joueurs jusqu'en équipe de France. Mais pour une belle histoire, combien de drames, combien d'incendies, combien de noyades. Il y a 6 ans, j'avais proposé un avis au comité des régions. Il a été adopté à l'unanimité pour promouvoir une authentique solidarité dans le cadre d'une vraie politique européenne en matière d'immigration. Et j'y avais rappelé une chose toute simple. Nos communes, nos régions n'ont pas le temps d'attendre des décisions européennes. Nous agissons car nous sommes en première ligne. Eh bien, c'est pour cette raison que je vous dis, Madame la Chancelière, tout l'espoir que nous plaçons dans la présidence allemande pour aller jusqu'à un accord politique suffisamment solide et faire du pacte sur la migration et l'asile proposé par la Commission un vrai changement de cap et qu'enfin nous puissions passer des paroles de solidarité aux actes de solidarité, pour reprendre les mots du Premier ministre Mitsotakis. Madame la Chancelière, un dernier mot parce que je ne voudrais pas renvoyer dos à dos les collectivités locales respectueuses des valeurs européennes et à des États membres qui le seraient moins. Je voudrais, à l'instar de tous les orateurs du groupe Renew Europe, pendant cette session plénière, dénoncer devant vous les décisions récentes qui ont été prises par des communes et des régions en Pologne et qui mettent en œuvre des politiques discriminatoires à l'égard de leurs concitoyens qui vivent une orientation sexuelle qui ne leur convient pas. Nous rejetons ces discriminations et nous souhaitons que nous allions plus loin encore dans les sanctions et que nous disions une fois encore que c'est bien sûr le socle de valeurs communes que nous construisons l'avenir de l'Europe. Je vous remercie. Vielen Dank. Merci. The floor now to Mr. Ortel from the ECR group for 2.5 minutes. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Kanclerz, w imieniu Grupy EKR bardzo serdecznie Panią witam i dziękuję za tą obecność. Myślę, że wszyscy wiemy, że motto prezydencji niemieckiej brzmi razem dla ożywienia gospodarczego w Europie. Nie raz i nie pierwszy raz Pani podkreśla, że Europa jest zdolna do wielkich rzeczy, będzie je dokonywała, jeżeli pozostaniemy solidarni. Nic mi nie pozostaje tutaj powiedzieć, tylko oczywiście się z tym zgodzić, ale musimy być razem, musimy być solidarni, ale musimy tą solidarność rozumieć szeroko, nie możemy o niej myśleć tylko w kategoriach polityki migracyjnej, ale musimy sięgać aż do polityki energetycznej wewnątrz Europy. Najlepszym przykładem współpracy na kontynencie naszym europejskim, naszej Unii Europejskiej jest polityka spójności. Ona jest takim wymiarem solidarności. Stanowi ona naprawdę solidny fundament rozwoju regionów i wyrównania ich szans, jeżeli chodzi o gospodarkę. W Niemczech, podobnie zresztą jak w Polsce, występują różnice między zamożnością Zachodu i oczywiście Wschodu. Mój region też, województwo podkarpackie, ustępuje w tym rozwoju, w tych statystykach, ale w ostatnim czasie produkt krajowy brutto przyrastał w przeliczeniu na mieszkańca na Podkarpaciu najszybciej w Polsce. To oczywiście w bardzo dużej mierze zasługa funduszy unijnych. Kluczowe znaczenie mają fundusze, które kierowane są na innowacyjność, na oczywiście przedsiębiorczość, na tworzenie miejsc pracy w przemyśle. Dziś COVID nam obniża wpływy do budżetów samorządowych, ale mamy nadzieję, że nowy budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy, to bardzo pozytywne decyzje Komisji Europejskiej, wpłyną na tą zmianę. W tym miejscu zwracam się do Pani Kanclerz z pierwszym apelem. Po pierwsze, chciałbym, aby w czasie prezydencji jak najszybciej doszło do kompromisu budżetowego. Ta płynność finansowa dla inwestycji jest konieczna dla pobudzenia też gospodarki. Mój drugi apel dotyczy usprawnienia jednolitego rynku wewnętrznego. Życzyłbym sobie, myślę, że nie tylko ja, aby mała firma transportowa, informatyczna z Bratysławy, Berlina czy z mojego Podkarpacia, z Rzeszowa, mogła wkroczyć na rynki zagraniczne i uzyskać do nich dostęp bez różnego rodzaju administracyjnych, dodatkowych obowiązków. Życzyłbym sobie, aby ten europejski paszport usługowy wrócił teraz w kategoriach prezydencji niemieckiej,
Myślę, że warto o tym dyskutować, warto o tym pamiętać i wrócić do tego, bo czekają na to przedsiębiorcy. Thank you very much. The floor now to Kieran McCarthy from the EA Group. Thanks, Mr. President. On behalf of the European Alliance grouping, congratulations, Madam Chancellor, on your hard work, energy and enthusiasm. And you have clearly dedicated much of your political life for the betterment of the European Union. The 95,000 local and regional authorities are part of Team Europe. And we need to be at the heart of delivering our priorities and in particular dealing with the response and recovery to combat COVID-19 and also delivering a faster recovery. My very brief focus today is actually on the delivery of the Leipzig Charter on sustainable European cities, which has been renewed under your presidency of the EU. As a COR member, I have been involved in the preparatory work, and we need to continue to make sure that EU policies, regulation, funding is fit for cities, small to big, for the future. Cities are where many of the population converge for work, and they contain many challenges. And a true multi-level governance system involving all levels of government needs to focus on cities so they can meet a green and digital transition. And the Leipzig Charter, I believe, is an opportunity to renew such a vision for a more integrated urban development. And we need flexible frameworks and financial instruments unlocking sufficient investment for EU's urban areas. And finally, Madam Chancellor, as you face into another European summit later this week, I need to mention the EU trade discussion and the impact a no trade deal, no deal will actually have on regions across the EU. We are very worried from an Irish perspective, as this would take us back decades in relation to the progress achieved on the island of Ireland. And our friends in Flanders and parts of the Netherlands, the north of France are also facing huge economic Brexit related hits. Which are going to be unavoidable if the EU actually doesn't engage. So we hope there's going to be a deal there which is going to be acceptable to both sides, but time is of the essence. Good luck for your forthcoming work in this crucial time for the EU, and many thanks again for your hard work. Thank you. Thank you very much. The floor now to Satu Hapanen from the Greens Group. Mr. President, Mrs. Chancellor, it's a great honor to have a chance to address you today with the message from the Greens in the Committee of Regions. I come from North Finland, the city of Oulu. At this time of the year, we usually wait for the first snow to fall, but now I look astonished at my little garden where flowers are still blooming and sunflowers flourishing. This all is so exceptional. Even the migratory birds have not left yet. This is what I call climate change. While nature tries to cope with changing climate, we people struggle with the health crisis. How can we win the battle towards these two enemies we have, COVID-19 and the climate change? The only solution is to tackle these challenges simultaneously. The tools have been invented, recovery plan together with Green Deal that follows the path of just transition. Commitment and hard work is needed from us all, from each regional city, village, and each citizen. And you, Mrs. Chancellor, you just encouraged us to do that. The economy of Europe has to be transformed to look at the one and sole direction, stopping climate change. We have to make the transition also in a just and transparent way. Green economy means sustainability, gender balance, and just treatment of all. The situation requires a true change of human behavior. Green economy means helping people to re-educate themselves, of creating jobs around renewable energy, services, digitalization, and circular economy. Recovery package must help regions and cities to make sustainable innovations, and the funds must not be used to fill the old budget gaps. There's no just transition without democracy. And last but not least, I want to emphasize the quality education as a cornerstone to any development. Especially, we must guarantee that no child, no young person is left without education. Honorable Chancellor, Mrs. Merkel, Germany has an important, even crucial role in helping people to take the leading position as being the first climate neutral continent. And I want to see the future generations to be proud of today's decision makers. Thank you very much. Thank you very much. I give the floor now to Mark Speich, the head of the German delegation in the Committee of the Regions. Mark.
You have the floor. Herr Präsident, Vorsitzender der deutschen Delegation, ist es für mich eine ganz besondere Freude, in der Debatte mit unserer Bundeskanzlerin zu sprechen. Frau Bundeskanzlerin, wie schon im Jahr 2007 hat Deutschland die Ratspräsidentschaft in einer Zeit entscheidender Weichenstellungen übernommen. 2007 musste die EU auf gescheiterte Referenden über die europäische Verfassung reagieren. Damals hatten wir eine institutionelle Krise. Heute kommt zur Identitätsfrage der Europäischen Union die Corona-Krise hinzu. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Einigung des Europäischen Rates im Juli zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum Wiederaufbaufonds Next Generation EU war aus meiner Sicht, ich glaube, das haben alle hier deutlich gemacht, ein richtungsweisender Erfolg. Richtungsweisend, weil diese Einigung in einer Situation wachsender Spannung zwischen den Mitgliedstaaten nun Solidarität und Einheit ermöglicht. Weil diese Einigung ein Auseinanderbrechen Europas in Nord und Süd verhindert hat. Noch gibt es auf dem Weg zur Einheit aber Herausforderungen. Eine davon ist die Frage der Rechtsstaatskonditionalität, die ja nun gerade auch im Trilog erörtert wird. Es war der ehemalige und erste Präsident der EWG-Kommission, Walter Hallstein, der das Wort von Europa als Rechtsgemeinschaft geprägt hat. Das Rechtsstaatsprinzip und insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte ist immer noch die Grundlage für die Durchsetzung europäischen Rechts in allen Mitgliedstaaten. Gleichzeitig ist das Rechtsstaatsprinzip die Grundlage persönlicher Freiheit. Es ermöglicht individuelle Selbstbestimmung und setzt einen Kontrapunkt gegen kollektivistische Gesellschaftsmodelle. Das klingt erstmal abstrakt, aber die Frage der Rechtsstaatskonditionalität betrifft Europas Regionen ganz unmittelbar. Unser Kollege, der Stadtpräsident von Warschau, Rafał Trzaskowski, hat uns heute Vormittag daran nochmal erinnert. Es geht nämlich darum, eine Lösung zu finden, die Verstöße gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit klar und unmissverständlich sanktioniert, aber eben nicht darum, Regionen zu bestrafen, die diese Verstöße nicht verantworten und die sich zum Teil sogar gegen diese Verstöße eingesetzt haben. Mir ist klar, dass das ein komplexes Anliegen ist, aber nur so werden wir der Tatsache gerecht, dass es neben der europäischen und nationalstaatlichen Identität auch eine politische Identität der Region gibt. Das dürften Sie aus den manchmal sich strengenden Erfahrungen mit dem deutschen Föderalismus ja am allerbesten wissen. Gerade in der Pandemiebekämpfung haben wir gesehen, dass Europa eben nicht nur in Brüssel, Paris und Berlin, sondern auch auf Ebene der Region gestaltet wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mit der Cross-Border Task Force die Pandemiebekämpfung koordiniert mit unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden und damit die Voraussetzung geschaffen, die Grenzen offen zu halten. Aber auch dank Ihrer Unterstützung, weil Sie Armin Laschet in diesem Kurs auch unterstützt haben. Das kann wegweisend für die Zukunft sein. Die europäische Zusammenarbeit muss in Zukunft noch stärker intraregional gedacht werden. Auch das ist ein Element einer aktiven Subsidiarität, die der Ausschuss der Regionen fordert und die sich hoffentlich auch in die Konferenz zur Zukunft Europas und in die Organisation der Konferenz übersetzt. Hier brauchen die Regionen und hier braucht der Ausschuss der Regionen eine klare Rolle. Vielen Dank. Thank you, Mark. Chancellor Merkel, I give the floor to you now for your reaction to all the comments that were heard during this debate from our members. Ja, danke schön, Herr Präsident. Ich will nur kurz auf einige Punkte eingehen. In der Tat ist das Thema Rechtsstaat natürlich von allergrößter Bedeutung. Wir stehen jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft noch vor der Aufgabe, die Lösung für die Freigabe der finanziellen Mittel zusammen mit dem Europäischen Parlament zu finden und trotzdem auch einen Fortschritt für Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Das ist nicht so ganz einfach, wie man sich das denkt, aber ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich will ausdrücklich unterstreichen, was Marc Speich eben zum Schluss gesagt hat, dass mit dem Cross-Border-Management des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hervorragend gelungen ist, Grenzschließungen oder Grenzkontrollen, besser gesagt, zu vermeiden und den Schengen-Raum auch in einer schwierigen pandemischen Situation mit Leben zu erfüllen. Und das sollte uns leiten bei künftigen Herausforderungen.
Ich unterstütze all diejenigen, die gesagt haben, dass neben der Pandemie auch der Klimawandel für uns von größter Bedeutung ist und unsere Lebensweise grundsätzlich ändern wird. Das heißt also, wir müssen im Wiederaufbaufonds und auch in der mittelfristigen finanziellen Vorausschau jetzt für die nächsten 7 Jahre sicherstellen, dass wir nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Deshalb haben wir uns zum Beispiel verpflichtet, 37% der Ausgaben des Recovery Fund für Klimamaßnahmen zu verwenden, 20% für Digitales. Das zeigt eigentlich schon die Zukunftsorientierung. Ich darf Ihnen versprechen, dass wir auch unterstützen, dass Städte nachhaltig entwickelt werden. Und natürlich ist die Kohäsion für das Zusammenwachsen und den Zusammenhalt Europas von allergrößter Bedeutung. Der Brexit fordert uns auch noch. Wir werden in 2 Tagen beim Europäischen Rat intensiv darüber sprechen. Wir wollen ein Abkommen. Das wäre gut, gerade auch aus irischer Perspektive, dringend notwendig. Wir werden Irland hier auch nicht alleine lassen, sondern weiter zusammenhalten in diesen Austrittsverhandlungen. Aber wir müssen auch den Realitäten ins Auge sehen, denn ein Abkommen muss natürlich auch im beiderseitigen Interesse liegen, im britischen Interesse, aber auch im Interesse der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Abschließend nur noch einmal eine Bestätigung. Das Migrationsproblem dürfte eines der schwierigsten sein, das wir zu bewältigen haben. Das wird auch die deutsche Ratspräsidentschaft nicht alleine lösen können, aber ich denke, wir werden uns aber auf jeden Fall alle Mühe geben, hier das Thema intensiv zu diskutieren. Letztlich wird es der Punkt sein, an dem sich beweist, ob wir alle miteinander in Europa auch zu schwieriger Solidarität fähig sind oder ob wir Länder, die geografisch exponierter sind als andere, einfach im Stich lassen. Ich wünsche mir hier an dieser Stelle ein solidarisches Europa. Ich danke Ihnen und grüße Sie ganz herzlich nach Brüssel. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, die Sie mit dem Wissen von vor Ort machen. Und deshalb war ich heute sehr gerne bei Ihnen zu Gast. Thank you very much, Chancellor Merkel. Thank you very much for your time. You should always remember that we, the 1 million regional and local politicians, elected politicians of the European Union, are your best allies in order to bring Europe closer to the people. Thank you very much for your time and effort. And so now, after this, the end of this debate, we move on to the next item of today's plenary. We move on to the announcement for tomorrow. Tomorrow we will begin our work at 9:45. We will start with the debate with the European Investment Bank on funds and recovery. We will have the President of the European Investment Bank with us, Mr. Hoyer, and the Vice President as well. And then we will go on with EU matters for local and regional authorities, to continue on after the break with a debate on social affairs. We will have Nicolas Schmidt, the Commissioner for Jobs and Social Rights, with us here for a lengthy debate on these issues. And then we will go to the announcement of the results of the final votes on the opinions and other documents that we had to vote on during this plenary. And we will end our plenary tomorrow at 4:30 p.m. Brussels time. So, for today, the meeting is adjourned, and we meet tomorrow morning at 9:45. Thank you very much.